Liebe Finanzmarkt-Welt-Community, kommt jetzt das Ende und damit ist natürlich nicht das Ende des Goldes als Anlageklasse gemeint, sondern das Ende des bestehenden Aufwärtstrends, den wir hier seit einigen Monaten im Goldpreis gesehen haben. Und auch wenn ich negativ momentan eingestellt bin für den Goldpreis, heißt das natürlich nicht, dass das Gold langfristig sehr, sehr viel Potenzial hat. Es geht hier eher um eine kurzfristige Analyse, aus der wir eine Trading-Idee entwickeln können, beziehungsweise schon vor ungefähr einem Monat, wo ich mein letztes Video hier veröffentlicht habe, da ging es eben um diese Trading-Idee. Das heißt, damit kurzfristig im Markt des Papiergoldes aktiv zu werden, daraus hoffentlich möglicherweise einen Gewinn zu erzielen, den man dann später gerne, ich sag mal, in bare Goldmünze umwandeln kann. Darum geht es mir. Ich bin ja ein Trader, aber ich bin auch ein langfristiger Investor und ich mag das Gold genauso wie Sie. Ich habe die glänzenden Barren und Münzen auch gerne in den Händen, physischer Natur, und ich spekuliere aber auch gerne mit dem Gold als Papiergeld. Im Bereich des Futures oder Hebelzertifikate, das kann man machen, wie man will. Und darum geht's wieder in diesem Video. Der Goldpreis hatte eine deutliche Aufwärtsbewegung gezeigt und wir haben uns an den Widerstand, das Allzeithoch, heranbewegt. Und wir schauen uns hier den Gold Future an. So, und an diesem Hoch, und da ist es ganz egal, ob Sie sich Goldpreis angucken, eine Aktie oder was auch immer, an so markanten Punkten, vor allen Dingen, wenn ein Markt erstmal überkauft, also schnell an so einen Preisbereich rangelaufen ist, dann ist dort mit einer Reaktion zu rechnen. Und das passiert immer und immer wieder. Märkte bewegen sich in sehr ähnlichen Zyklen. Und genau sowas haben wir jetzt hier im Goldpreis gesehen. Wir sehen Schwäche nach oben, so leicht höhere Hochs. Spricht dafür, dass der Markt einer Korrektur nahe ist, beziehungsweise wir sind eigentlich schon mittendrin. Jetzt müssen wir abschätzen, Short-Position aufgebaut, und jetzt müssen wir abschätzen, wo die Reise hingeht. Denn das weiß keiner. Keiner weiß, wo die Kurse morgen stehen. Wahrscheinlich ist es, dass wir, wenn wir uns das große Bild anschauen, haben wir eine Seitwärtsbewegung in den letzten Monaten, seit irgendwie 2021, ein bisschen davor. So, und wahrscheinlich ist es, getreu dem Motto, the trend is your friend, dass sich der Seitwärtstrend weiter fortsetzt, dass wir irgendwo in die Mitte der Range laufen. Also so, wenn wir mal gucken, das letzte Verlaufstief, was wir hier gesehen haben, im Bereich 1825 US-Dollar. Das ist wahrscheinlich, dass es angelaufen wird. So, und darauf spekuliere ich. So, wenn wir das Niveau angelaufen haben, können wir einen Gewinn realisieren und uns eine Unze Gold kaufen. Punkt. Jetzt müssen wir aber gucken, was passiert, wenn der Fall nicht eintritt. Nämlich, das ist hier das blaue Szenario. Wenn wir quasi ab jetzt wieder steigende Kurse im Gold sehen und der Markt wahrscheinlich über die nächsten Monate seitwärts verläuft, ich sage mal zwischen 1950 und 2075, dann ist das ein Zeichen der Stärke. Das müssen wir erkennen, das müssen wir einfach akzeptieren. Und wenn das der Fall ist, und das wird aber wahrscheinlich über mehrere Wochen, mehrere Monate so ablaufen, dann haben wir eine gute Chance, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Ausbruch nach oben sehen. Und dann ist wieder richtig Dampf unterm Kessel. Dann haben wir eine gute Chance, dass der Goldpreis ordentlich nach oben anzieht. Aber momentan ist es einfach noch nicht so weit. Schauen wir uns das Silber an. Und das ist ein bisschen schwieriger. Das Silber ist nicht an das markante Allzeit hochgelaufen, sondern hat vorher schon an so einem kleinen Zwischenwiderstand oder sogar knapp davor nach unten abgedreht. Dieses kleine Niveau, was wir hier sehen, diese kleine Range, die wurde zuletzt überschritten. Und das hier war auch mal ein Widerstand. Da waren irgendwelche Kräfte am Werk, die haben dafür gesorgt, dass der Silberpreis nicht darüber gestiegen ist. Und sowas machen wir uns mit Hilfe des Charts einfach sichtbar. Und dafür brauchen wir einen Chart, um das zu erkennen. Und daraus können wir ablesen, sind die Käufer oder sind die Verkäufer aktiv. Und hier waren Verkäufer aktiv, haben immer drauf gedrückt. Beim weiteren Test war das nicht mehr der Fall. Aus dem alten Widerstand wurde eine Unterstützung. Der Markt hat es aber auch nicht sonderlich weit nach oben geschafft. Jetzt wurde dieses Niveau wieder gebrochen. Und jetzt müssen wir damit rechnen, dass auch das Silber nochmal einen Schwenk nach unten macht.
Und wenn man jetzt überlegt, ja, wann steige ich denn in den Markt ein? Es gibt ja gute Zeitpunkte, es gibt weniger gute Zeitpunkte. Weniger guter Zeitpunkt ist hier oben oder am Allzeithoch. Na, sowas ist selten ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn man, ne, die letzten immer am Hoch gekauft hätte, ja, natürlich. Wir reden aber hier nicht darüber, dass ich irgendwie erstmal ein paar Monate, ein paar Jahre irgendwie schief liege und dann, wenn ich 80 bin, ist alles wieder gut, sondern es geht ja darum, dass wir möglichst präzise in den Markt einsteigen oder zumindest einfach vom Timing her etwas besser sind, ja, als am Hoch zu kaufen. So. Das heißt, im Bereich 21, 20 bis 21, da haben wir aus langfristiger Sicht den ersten Punkt, wo wir wieder zuschlagen können. Und dazwischen ist einfach mal abwarten angesagt. Schauen wir uns das Palladium an. Palladium notiert hier im Bereich des Corona-Crash-Tiefs. Das ist ein gutes Kaufniveau gewesen. Gewesen, wohlgemerkt. Wir haben aufgesetzt und wir haben auch eine Reaktion nach oben gesehen. Die hätte aber deutlich größer ausfallen können. Denn so starke Niveaus, die erzeugen eigentlich starke Gegenbewegung. Und die ist ausgeblieben. Und das müssen wir wieder bewerten. So hoch, runter, hoch, runter. Na, das ist doch nichts Dynamisches, doch nichts Bullisches. Ne? Das ist eher ein Zeichen dafür, die Verkäufer scheinen hier noch nicht richtig fertig zu sein. Also müssen wir hier einfach mal abwarten. Interessanter dagegen Platin. Hier hatten wir zuletzt Dynamik nach oben, auch insgesamt so eine Seitwärtsbewegung. Erster Test von dem Widerstand. Und das ist das, ne? So, da konnte man shorten. Wir wissen aber nicht, was passiert. Gab nicht viel zu holen, doof. Nochmal angetestet. Und hier sehen wir diese Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau. Im Platin sieht das ganz danach aus, dass quasi die Käufer momentan ein bisschen Luft holen. Das heißt, wir können eher unsere Rücksätze anschauen, gucken, wenn die neuen Tiefs, wenn die verteidigt werden, da mal auf Tagesbasis ein bisschen näher in den Chart gucken. Das sind kurzfristig interessante Einstiegsniveaus, um seitwärts später vielleicht sogar vom Ausbruch nach oben zu profitieren. Und das gleiche gilt bei den Minenaktien. Wir schauen uns hier den GDX an. Und hier hatten wir zuletzt auch Dynamik nach oben. Aber an so einem markanten Widerstand, hier war noch so ein Gap-Widerstand, sind wir im ersten Anlauf gescheitert. Sieht man häufig. Dann wurde nochmal probiert, nach oben auszubrechen. Hat aber auch wieder nicht geklappt. Das heißt, die Verkäufer haben momentan noch die Oberhand. Grundsätzlich gilt, ein vernünftiges Niveau, um Position aufzubauen, ist irgendwo hier unten im Bereich des Märztiefs, 26, 27. Da kann man anfangen. Zweites Szenario, was positiv werden könnte, und da müssen wir einfach den Markt beobachten. Wir hatten hier das Tief, Gegenbewegung. Wenn jetzt der Markt nochmal eine Gegenbewegung macht, also quasi ab jetzt wieder ansteigt, rums in Richtung 35,5, 36 läuft, dann können wir uns einen Wecker stellen, dann können wir uns hier unten einen Alarm setzen. Wenn das Niveau dann nochmal angelaufen wird, dann Augen auf, dann wird das sehr wahrscheinlich ein, ja, sehr präziser, ein guter Einstiegspunkt, wo man einen engen Stop-Loss setzen kann. Denn das ist besonders wichtig. Bitte Leute, an der Börse muss man immer mit einem Sicherungsnetz arbeiten, denn ansonsten kommt irgendwann der Trade, der einem das Genick bricht. Deswegen, wenn Sie aktiv sind, machen Sie sich vorher einen Plan. Und der Plan muss Risiko- und Money-Management beinhalten. Das heißt, ich muss gucken, wie viel darf ich denn mit diesem einzelnen Trade, den ich eingehe, verlieren. Denn egal, welche Analyseform Sie sich, ja, auf welche Sie zurückgreifen, Chartanalyse, fundamental, wegen mir Mondphasen, weiß der Teufel. Kein System funktioniert hundertprozentig. Es geht auch nicht darum, sondern es geht darum, dass wir mit den Gewinnern deutlich mehr gewinnen, als wir mit den Verlierern verlieren. Das heißt, cut the losses und let the profits run. Und darum geht es an der Börse. Nur darum und nichts anderes. Es geht nicht darum, Recht zu behalten oder so. Das ist mir total egal, ob ich nicht Recht habe. Da sind mir auch Kommentare, die irgendwie negativ, oh, Charttechnik funktioniert doch nicht. Das ist mir doch wurscht. Es geht doch um unser Geld. Deswegen verschließen Sie sich nicht. Ja, Methoden, die Ihnen helfen, tatsächlich an der Börse Geld zu verdienen. Beziehungsweise die einfach es besser machen können. Und da ist ganz egal, ob Chartanalyse, fundamental, ich weiß nicht.
was es so alles gibt. Aber verschließen Sie sich einfach nicht davor. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feiertag und wie immer ein gutes Händchen an der Börse.